Erhornfriedhof, keine Steuergeldverschwendung am Bückeberg. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat kürzlich beschlossen, die als Dokumentationszentrum und Lernort geplante Erinnerungsstätte Bückeberg mit insgesamt 725.000 Euro aus Bundesmitteln zu unterstützen. Die niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Thomas Erhorn und Dietmar Friedhoff kritisieren den zugrunde liegenden Änderungsantrag für den Bundeshaushalt 2018 scharf. Auch für Erinnerungskultur gibt es an irgendeiner Stelle einen Sättigungsgrad, sodass nicht zwangsläufig immer mehr Gedenkstätten zu immer mehr Erinnerung führen. Es könnte sogar dazu führen, dass ein der Bevölkerung bislang völlig unbekannter Ort nun zur Pilgerstätte von Neonazis wird, erklärt Friedhoff. Sein Kollege Thomas Erhorn, Mitglied des Ausschusses für Kultur und Medien, ergänzt: Es gibt vermutlich weltweit keine Nation, die der Erinnerungskultur einen so hohen Stellenwert beimisst und bereit ist, dafür entsprechend hohe Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend zahlreich sind die Erinnerungsstätten in der Bundesrepublik. Richtig ist sicher auch, dass es Orte gibt, die sich als Erinnerungsstätte förmlich aufdrängen. In dem hier vorliegenden Fall allerdings handelt es sich lediglich um eine große Wiese, auf welcher in den ersten Jahren der NS-Zeit das Erntedankfest gefeiert wurde. Wir wenden uns entschieden dagegen, krampfhaft nach immer mehr Örtlichkeiten zu suchen, auf denen man weitere Gedenkstätten errichten könnte, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass der Steuerzahler nicht nur mit den Kosten für die Errichtung, sondern auch für den dauerhaften Betrieb aufkommen muss. Diese 725.000 Euro könnte man besser in die Zukunft unserer Kinder als in die Vergangenheit unserer Vorfahren investieren. Liken, abonnieren, verbreiten.